So, hallihallo, hallöchen, liebe Freunde. Da bin ich wieder. Mit meinem Uncharted Let's Play. Jetzt war ja gepaust, jetzt ist es fortgesetzt. Das erste Mal, dass ich ein ein Let's Play, was ich pausiert habe, wieder neu aufgenommen habe. Nachdem ja Lego Star Wars die Skywalker Saga jetzt in meinen Augen abgeschlossen ist, habe ich mich dazu entschlossen, diesen Oldschool-Klassiker weiter zu Let's Playen. Diesmal, oh mein Gott. Okay. Ja, nachdem ich ein halbes Jahr inaktiv war, gefühlt. Erstmal die Steuerung wieder einfinden. Sag mal. Okay, Kreis, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass R1 Decken war, aber es ist der Kreis. Ja, und ein bisschen später jetzt. Und gute Neuigkeiten, meine Facecam ist angekommen, meine neue, das heißt. Die Tanzerboot-Stream-Skin bald wieder los. Und ja, ich musste mir das Spiel jetzt erstmal neu wieder runterladen. Es ist übrigens jetzt auf der PS5. Also ich habe mir in der Zwischenzeit eine PS5 zugelegt. Und ich weiß nicht, ob man so einen so einen großen Grafikunterschied jetzt sehen kann. Warte mal. Ein Moment. Ich bin irgendwie. Nein, ich will das nicht. Hä? Ich versuch's. Wie gehe ich denn jetzt auf die. Da ist er! Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Ach so, okay. Mit dem linken Stick. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich den letzten Part ziemlich frustriert hier an dieser Stelle abgebrochen habe. Schon besser. Weil ich irgendwie kurz vor Ende gefragt bin. Absolut unnötig. Eieiei. Ich habe die Waffe wieder gewechselt, das will ich nicht. Obwohl, nee, doch, will ich doch. Der lebt doch. Bleiben wir bei der AK. Die hat ja so oder so genug Munition. Auch im gesamten Spielverlauf. Also bei der Waffe wird es uns an Munition überhaupt nicht mangeln. Ja, Mann. Da hast du das, du kleiner Bitch-Pirat. Hier, Munition und eine Granate. Und noch eine Granate. Na komm. Ich wollte eigentlich einen Headshot machen, das hat gerade nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und ja, ich habe gemerkt, meine. Oh mein Gott! Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich verkehrt bin. Meine Enchanted Parts waren ja. Oh mein Gott! Der lebt noch! Die waren ja recht kurz, deswegen versuche ich die ein bisschen länger zu halten jetzt. Und ich glaube, dieser Typ mit der Schrotflinte hat mich das letzte Mal einfach übelst gekillt. Oder zumindest down gemacht. Und da wurde ich von so einem Pistolengeil abgefeuert. Richtig unnötig. So, war's das, liebe Leute? Can I please my story make great again? Das scheint's gewesen zu sein. Wir werden's ja merken. Generell muss ich sagen, Uncharted 1, Drake's Schicksal, glaube ich, heißt es ja, ist sehr, sehr ballerspiel-lastig. Also, Teil 2 ist da wieder sehr, sehr viel Kletterspiel-lastig. Teil 3 hat es dann irgendwie hinbekommen und im vierten Teil 4, da war es. Oh mein Gott! Da war es dann nahezu perfekt. Das war gerade absolut unnötig. Ja, das wollte ich machen. Die haben wirklich abnormal viel Leben. Achso. Nein! Oh, du bist ins Wasser gefallen. Wie kannst du da verrecken? Sind da Milliarden von Piranhas oder wie? Darf ich das verstehen? Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal das gespielt habe vor ewig vielen Jahren. Da bin ich an dieser Stelle hier gerade einfach nicht weitergekommen, weil ich diese Liane nicht gesehen habe. Das war sehr frustrierend. Und interessant nebenbei,
Oh, Kapitel 9, Symptome. Hier unten! Es gibt ja jetzt so eine Art neue Uncharted Collection Videogame. Und zwar ist da ja Teil 1, 2, 3 und 4. Ich meine auch, das mit den beiden Frauen, also Teil 5 dabei. Oh nein. Erledige sie, Elena! Achso, ich steuer ja beide. Gott damit. Oh Gott, das ist wenig Leben. Okay, bevor wir weiterfahren, erstmal das zerstören. Ja, das habe ich auf jeden Fall neulich bei Saturn gesehen. Und ich fand das ehrlich zu sein ein bisschen schade. Weil dann, obwohl, nee, Quatsch, war so schade, ich fand das natürlich gut. So alle Teile auf einer Disc. Ich meine, warum nicht? Alle Klassiker sind dabei, alle neuen Spiele sind dabei. Und bitte glaubt nicht, dass ich blöd Jetski fahren kann. Es ist diese Steuerung, die so abnormal komisch ist. Ich meine, ich gebe mit X Gas und jedes Mal, wenn ich auch nur ein bisschen lenke, dann zieht er direkt rüber. Also, ist die Steuerung. Immer wenn es nicht läuft, immer auf die Steuerung schieben. Oder halt auf Leck oder Bug oder Glitch. Ihr kennt's. Hallo? Hallo? Ach da. Moin. Auch hinter der Deckung. Diese feige Sau. Piratenabschaum. Zitat aus Star Wars The Clone Wars, verdammt. Und gleich gelbes Video. Wait a minute. Komme ich jetzt hier weiter? Ich meine, hier ist ein Tor. Da muss ich halt offensichtlich lang. Oder kann ich das freispringen? Mit unserem Ass, sorry. Okay, ich weiß. Ja, da kommt jetzt gerade die Erinnerung hoch. Auch an der Stelle habe ich ewig viel Zeit festgehangen. Weil ich die Gewichte abschießen muss. Es sagt ja das Spiel nicht ein, dass man das machen muss. So, das Tor verschwindet erstmal in dem 20 Meter tiefen Wassergraben. Sehr schön. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Alright. Aha. Ein schlechter Scherz. Okay, diese schrotflinten Typen sind sehr gefährlich. Alter. Du bist schon tot, OMG. Ich hab das doch auf normal gestellt. Alter. Vor allem, wenn er sich aus der Deckung rausholt, dann halt mit dem gesamten Körper gleich. Okay. Der Typ ist im Boden verschwunden. Und wo? Ich meine, offensichtlich von oben, aber. Oh, dort. Ich will keine Mooskaliber haben. Ich brauche AK-Munition. Oh mein Gott. So viel zu dem Thema, die liegen überall rum. Guck, vielleicht gibt es hier irgendwas Brauchbares. Verdammt! Granate. Na gut, okay. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als mal zum Moos zu greifen. Eieiei. Ei, ei. Alter, was hat der denn? Dude, uncool. Der geht einfach aus seiner Deckung raus. Okay. Da hinten ist einer. Oh, das gibt's nicht. Oh Mann. Komm her, cool. PM. In Ordnung. Du bist gerade nützlicher. Ich weiß auch nicht, wie ich hier weitergehen soll. Soll ich jetzt ins Wasser? Okay, offensichtlich ja. Bei dem Geballere
Alter. Stirb. Abschau. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich das Spiel damals bei, ich bin mir gar nicht sicher, Kronk oder Saraza das erste Mal angeschaut habe. Und das war während so eines, während eines Familientreffens gewesen. Und ich war natürlich noch ein bisschen jünger, keine Ahnung wie alt, vielleicht 13 oder 14. Und immer irgendjemand, der neben mir saß, hat das Spiel natürlich nicht gemobbt wegen seines Ballerparts. Aber ich habe es geliebt. Wegen des Ballerparts und. Oh, das wird dir wehtun. Vor allem wegen der Story. Das war so die perfekte Kombination für mich. So konnte man mich ansprechen. Und ich kannte die Teile schon in- und auswendig, bevor ich die auch nur annähernd das erste Mal selbst gespielt habe. Eigentlich traurig, aber ja. Ich habe mich halt freiwillig spoilern lassen. Na bitte. Nein. Ich denke mal, das ist Munition, aber... ist ja nur eine andere Waffe. So. Da müssen wir durch. Ich wette, wir können klettern, ne? Ja. Da geht's auf, da geht's auf, da geht's rüber. Da geht's hoch. Aber die Kletterparts habe ich nicht mehr im Kopf, also... alles gut. Nein, ach Digga. Och, Nathan. Das ist nicht das, was ich dir befohlen habe. Zack. Sehr schön. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob jetzt die Grafik sich so stark verändert hat von der PS4 auf die PS5. Ich meine, bei Spielen wie GTA habe ich das jetzt bemerkt. Und natürlich, es läuft flüssiger. Und bei Days Gone habe ich es extrem bemerkt, wie sich da die Grafik und alles verbessert hat. Es läuft viel flüssiger und oh Gott, das sieht schon wieder nach einem großen Ballerpart hier aus. Ja. Kann doch nicht wahr sein! Das sehe ich genauso. Dem werden wir erstmal eine Granate anwerfen. Der hat seine eigene Granate gedroppt. Was ein Idiot. Alter, wer auch immer die geworfen hat. GG. Sehr schön. Und da irgendwie will ich so passiert sowas eigentlich immer mir. Alter. Ich freue mich richtig auf die Weiterführung dieses Let's Plays. Ich habe es irgendwie ein bisschen vermisst. Und natürlich gibt es auch schon Pläne für was danach kommt. Und zwar lange das Remastered. Die Fortführung. Easy. Kennen die kleinen Tricks. Und immer wechselt er die Perspektive. Ich befehle dies nicht. Alter. Unnötig. Okay, jetzt weiter der Wand, aber... ich gehe da mal kein Risiko ein. Okay, der Muskel hat sich selbst getroffen. Goddammit. Ich sterbe hier nach 1, 2, 3 Schüssen. Und die können ganze AK-Magazine fressen, bevor die draufgehen. Ich will nicht die Mikro. Wie wollen wir andauernd die Mikro andrehen? Das war jetzt mit Absicht mal gewechselt. Alter. Oh mein Gott. Komm, kriegen wir einen Headshot. Ja, gut. Das war ein etwas misslungener Headshot. Nennen wir es mal so. Der hat nur die Schultern berührt. Boah. Sturmsoldaten des 20. Jahrhunderts hier. Meint er des 21. Friss das! Geh drauf.
glaube, dieser Schrotflinten-Typ lebt auch. Ja. Was triffst du so präzise? Okay. Spacken. Ich nehme die Pistole halt immer mit, auch wenn mir die Micro angeboten wird, aber die ist halt das Präziseste, cool, was ich hier finden kann. Oh geil, Granatwerfer, aber nur 3 Munition. Ah. Granaten wären schön, genau, danke. Ist das nachgeladen? AK-Munition wäre auch wieder nice. Ich meine, zum Anfang hatte ich ja richtig viel, aber jetzt ausgedüngt. Weil ja jeder KI hier mindestens 2 Magazine frisst, bevor sie drauf geht. Ja, das war eine Moss. Wenn die mal Moss quitscht oder Moskito. Wegen Moss, versteht er? Ich höre Schritte, sie gefallen mir nicht. Und ich sehe es. Hey! Hi. Sehr schön. Es liegt in der Aufnahme. Ich hoffe, das ist jetzt nicht dauerhaft so. Weil es wäre richtig blöd. Das hat schon in der Skywalker-Saga an einigen Stellen nicht so gewollt wie ich. Ich muss da direkt was umstellen. Ich hasse dieses Aufnahmeprogramm, ganz ehrlich. Also OBS. Was soll das? Why are you not naming my stuff flüssig auf? Ist, als ob das Spiel hier OBS überfordern würde. Das ist aus 2012 oder vorher. Achso, okay. Gut, Kette übersehen. Natürlich geht's die Kette hoch. Was auch sonst? Nein, oh meine Fresse. Hier war der Kantenmaler noch nicht so aktiv in dem Spiel. Was war das gerade? Okay. Ach so. Ja, macht Sinn. Okay. Total realistisch. Was gibt's hier links? Ein Schätzchen. Gott. Oder muss ich hier lang? Ach nee. Jetzt sag nicht, ich hätte da das Ding erst aktivieren müssen. Och man. Gut, halt zurück. Kommando back. Und Kommando gestorben. Geil. Läuft richtig gut heute. Macht keine Gefangenen! Ach, ich hab euch doch schon mal umgebracht, ihr Unnötigen. Wer ist da drüben? Bastarde. Game of Thrones. So, hier. Geh da ran und tu, was du tun musst. Dieses Mal wissen wir ja, in welche Richtung wir müssen. Sehr schön. Alter, wärst du jetzt runtergefallen. Ich hätte dir so eine Schelle gegeben. Hallo? Du sollst so klettern. Danke. Lieber Nathan Drake. Ich finde raus, wo du wohnst. I will find you. And then I will slap you.
Nochmal. Alter, die Steuerung ist aber so schwammig. Gut, und jetzt erst rechts, bevor wir links gehen. Noch einer. Installiert. Danke. Ich dachte, das war schon vorher installiert. Aber danke für die Meldung, PS5. Während das nicht aufnehme. Vielen Dank. So. Sehr schön. Ich werde es nicht rauscutten. Weil ich bin nicht bekannt dafür, Cuts zu machen. In meinen LPs. Außer wenn es leckt. Aber ansonsten lasse ich das Ganze uncut. Vor allem hier ist es recht sinnvoll, während der ganzen Rätselparts oder auch während solchen Kletteraktionen, wenn man zum Beispiel nicht weiß, wo es weitergeht. Das war das für ein Sprung. Dann empfinde ich das als sinnvoll. Er ist hier! Erschrecken die einen immer. Ich bin nicht hier. Richtig. Das ist eine Lüge. Das ist Phantome, du hast so viel Salzwasser getrunken, mein Freund. Was ja hier durchaus möglich wäre. Mann, was labert die denn? Komm. Geh mal weiter, wir brauchen die nicht. Die Olle. Na gut, komm, rennen. Vielleicht bist du ja noch für irgendwas günstig. Nützlich mal nicht. Geh mal weg! Ja, na gut. Das ist jetzt die zum Definition Hafen. Von geh mal weg. Hoffentlich ist das Boot noch da. Kapitel 10. Das Zollhaus. Das hört sich schon wieder sehr nach Geballere an. Ich freue mich. Well, hello there. Ich habe immer Angst, dass wenn ich runterspringe, gleich in eine Horde von Gegnern zu laufen. Hier. Wow. Das müssen die Schiffsladungslisten sein. Sie sehen gut erhalten aus. Hey, komm mal her. Das ist es. Die Esperanza. Herkunft Callao, Peru. Ladung 800 Goldbarren, 1200 Silber, Smaragde, Goldmasken, Schmuck. Wow, du liest Spanisch aus dem 16. Jahrhundert? Doch nicht bloß ein Grabräuber, was? Da steht's. Goldstatue. Gewicht 20 Arrobas. Das sind mehr als 500 Pfund. Das muss sie sein. Wow. Sieh mal an. Das Ding sieht unheimlich aus. Ha, danach kommt nichts mehr. Von jemand Bestimmten? Was? Oh, ja, das kann man wohl sagen. Ich dachte eher, du hättest in jedem Hafen eine Braut. Schön wär's. Nein, der ist von... Es ist Francis Drakes Ring. Ich hab ihn quasi geerbt. Sick... Pavis Magna? Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Schau aufs Datum. 29. Januar 1596. Ein Tag nach seinem angeblichen Tod. Und was sind das für Zahlen? Koordinaten. Vor der Küste von Panama. Ach, so hast du also den Sarg entdeckt. Ja, genau. Was Drake uns hinterlassen hat, ist ein Hinweis auf den Ort der Grabstätte. Ein Hinweis an jemand, der klug genug ist. Netter Versuch. Aber wir gehen schnurstracks zum Boot. Tja, ich fürchte, mehr als das hier kriegen wir wohl nicht zu sehen von Eldorado.